Habe ich nicht Mod. Sind manche von euch nicht Stream-Mods? Ich weiß das gar nicht. Ich dachte, ich habe mal welche gemacht. Ich muss, glaube ich, erst einmal einen rausschmeißen. Aber ich weiß es gar nicht. Ach so, das war gerade der Automod, der die Nachricht nicht zugelassen hat, sehe ich gerade. Deswegen war das so hervorgehoben. Kater, nicht auf die Maus. Ich bin gerade mit der Maus im Chat unterwegs und klicke da rum und der Kater will mitklicken. Okay, wartet mal kurz. Ich muss mal kurz. Ich mach das mal schnell, oder? Mach dir unbedingt ein paar Mods. Okay, gut. Machen wir. Das ist wirklich eine gute Idee. Das wollte ich schon lang machen. Kater, ich brauche jetzt die Maus kurz bitte für mich. Okay, ja, genau. Das ist schon echt witzig. Wenn ich mit der Maus rumdrücke, dann will er auch immer mit seinen Pfoten auf die Maustasten drücken. Das ist zwar echt niedlich, aber auch echt nervig. Ah ja, guck mal, The Cludo. Mod-Status verleihen. Da, 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 befördert. The Cludo ist jetzt offiziell Mod. Und Metatron. Machen wir auch zum Mod. Ich kenne euch fast alle schon so lange hier. Von mir aus könnt ihr alle Mods werden. Könnt ihr euch alle gegenseitig rausschmeißen. Ramsi, Mod. Okay. Ich glaube, das reicht erstmal. So. Puh. Katzenhaare wegpusten. Kamera wieder einstellen. Und trinken. Das Spiel ist gerade so leise. Und weiter geht's. Merlin, die mache ich auch zu einem Mod. Weil, warum nicht? Moment mal. Ach so, Quatsch, das muss ich hier machen. Irgendwie kann ich dich gerade nicht zu einem Mod machen. Ich weiß nicht, warum. Habe ich schon genug Mods für heute oder was? Was ist los? Ach doch, hier unten. Ach, du warst schon Mod. Nee, warte mal. Jetzt habe ich dich, glaube ich, entmoddet und wieder gemoddet. Na, was ist ja egal. Ach so, die Frage, die du gestellt hast. Nee, nee, deswegen bestimmt nicht. Weiß Ellie über sich Bescheid? Das weiß ich auch noch nicht. Das frage ich mich auch, ehrlich gesagt. Ob Ellie über die Geschehnisse mit den Fireflies Bescheid weiß. Sie hat schon ein paar so Andeutungen gemacht, die drauf schließen lassen würden, dass sie es weiß. Zumindest verheimlicht sie, dass sie immun ist. Aber bis jetzt wurde das noch nicht so richtig revealed. Also auf mich hat so gewirkt, als wüsste sie schon Bescheid. Ich habe schon mitbekommen, dass das Spiel wohl auch mehrere Rückblenden enthält, zum Glück. Weil es gibt echt einige ungeklärte Fragen, die mich wirklich interessieren würden. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, da freue ich mich schon drauf. Aber bis jetzt kann ich es noch nicht sagen. Ja, eben, auf jeden Fall wirklich, Metatron. Das ist wirklich so. Und jetzt? Die Community, die Landquid Bird Rider Community, super.
Deswegen kann ich euch ja fast alle zu Mods machen und eigentlich brauchen wir keine. Aber es ist halt ab und zu kann sich halt trotzdem mal ein außerhalb der Community befindender Troll hierher verirren. Und dann ist es immer gut, wenn man einfach schnell reagieren kann und den blocken kann. Ich meine, wie gesagt, ich musste das wirklich, seit ich streame, zweimal machen. Mir ist gerade noch ein zweiter Fall eingefallen, aber das ist schon ewig her. Und dann mache ich das halt selber schnell. Einmal kurz hinklicken und fertig, dann ist der blockiert. Aber ist schon praktisch, wenn das ihr auch könnt. Warum nicht? Mehr Augen sehen mehr und reagieren schneller, wenn es sein muss. Ups, wollte ich gar nicht umdrehen. Ich will erstmal die Na, Hauptseite lesen. To-Do-Liste. Eine To-Do-Liste, genau. Die folgenden Personen sind unsere wichtigsten Ziele bei allen Antiterroroperationen. Emma Patterson, Schmuggler, Fälscherin von Lebensmittelkarten, Volksverhetzerin und so weiter. Im Grunde so eine Terroristenliste. Verbreitung von Anti-Fedra-Propaganda. Ja, die haben mir schon gesagt, dass man deswegen letztendlich dann schon umgebracht wurde, kurz vorm Ende. Die Pattersons und Snuckets sind tot. Dixon ist nachgerückt. Er ist jetzt unsere wichtigste Zielperson. Tja, Erinnerung? Alle von Verdächtigten konfiszierten Gegenstände müssen im Büro weggeschlossen werden. Der Code ist, das schreibe ich mir kurz auf, der Code ist der ist nämlich lang. 860722. Ich vermisse irgendwie so alte Rollenspiele, also so alte Adventures, oft so Text-Adventures, wo man wirklich noch mit Zettel und Stift da sitzen musste und wirklich noch Rätsel lösen und kombinieren. Gleichzeitig super frustrierend und wahrscheinlich würde ich so ein Spiel heute keine 10 Minuten mehr Das spielen, könnte aber nützlich sein. ich vermisse es auch ein bisschen. So, was haben wir hier noch? Nur für den Dienstgebrauch, bla 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 Der Typ war bla. ein Fedra-Kommandant oder so. Sie waren der WLF unterlegen und wollten fliehen. Wie groß ist diese Gruppe, wenn sie die Armee schlagen können? Man braucht nicht viele, wenn man so brutal ist. Wir müssen vorsichtig sein. Hallo, Hawkeye, wie geht's? Okay, Jesse. Die Synchro ist echt super, ja. Oder ich finde auch, die deutsche Synchron im Spiel ist sehr gut, wirklich. Habe ich mir auch gedacht. Ich habe auf Englisch nur mal reingehört und ich habe diese Szene zwischen Ellie und Joel am Anfang vom Spiel gesehen auf Englisch. Und gerade Joel, muss ich sagen, finde ich auf Englisch noch mal sehr viel besser. Aber alle anderen Figuren finde ich auch im Deutschen sehr gut. Auf jeden Fall. Trotz aller Anstrengungen wird die Seattle-Quarantänezone an die terroristische Vereinigung fallen, die sich Washington Liberation Front nennt. Wir haben ihre Fähigkeiten unterschätzt und zentrale Stellungen in der ganzen Stadt verloren. Die Notstandspläne werden eingeleitet und wir bereiten den Abzug unserer besten Kräfte aus der Quarantänezone innerhalb der nächsten 24 Stunden vor. Wir werden hier die Stellung halten, bis auch der letzte Offizier in Sicherheit ist. Die Protokolle, die ich abgelegt habe, werden zeigen, dass ich mein Bestes für diese Stadt und ihre Einwohner gegeben habe. Jetzt sind sie von uns befreit und der Gnade der WLF ausgeliefert. Wir werden sehen, wie die WLF eine Gemeinschaft von mehreren Tausend versorgt und unterbringen kann. Sollen die sich doch um die Unmut, die ihren eigenen Reihen um die Unmut in ihren eigenen Reihen kümmern, sollen die sich mit diesen religiösen Fanatikern herumschlagen. Zwangsläufig wird irgendwann irgendjemand sie für jedes vermeintliche Unrecht verantwortlich machen. Ich wünschte fast, ich könnte dabei sein. Lieutenant Camarel Torres. Ja gut, aber irgendwie Leute auf dem Stadtplatz versammeln und Massenerschießungen machen, ist halt trotzdem eine Scheißaktion. Zu sagen, ich mach das doch nur, ich bring doch die Leute nur zu ihrem eigenen Schutz um, klingt dann irgendwie nicht mehr ganz so plausibel, muss ich sagen. Ist das jetzt?
Ist das jetzt der Safe? Sind das zweistellige Zahlen? Könnte schon sein, warte mal. Versuchen wir es mal mit 86 07 22. Ja, perfekt. Ich hab's noch gesehen, das Bild. Ich hab's heute gesehen. Hab, glaube ich, eh irgendwas, ein Smiley dazu gemacht oder so. Irgendeine Reaktion. Und wenn nicht, dann habe ich es vergessen. Sorry. Sehr schön. Sehr schön geworden. Na gut, ich glaube, dann sind wir hier oben weitestgehend fertig. Dann gehen wir jetzt mal runter. Kann ich da einfach an Teil springen? Ja, vorsichtig. Gut. Können wir auch hochklettern? Ist oben vielleicht was? Nö. Dann runter mit uns. Hui! Oh. Ein kurzer Spaß leider. Wasser hier drin? Okay. Draufbleiben oder wiederholt drücken? Draufbleiben diesmal. Ich höre schon wieder Infizierte. Oh shit, die kommen, oder? Elektrobombe, das ist Wasser hier. Ah, die war nicht so effektiv, wie ich gehofft habe, ehrlich gesagt. Naja, aber wir haben alle erwischt, oder? War gar nicht so schlimm. Schockbombe. Betäubt Gegner. Ich habe mir unter Schockbombe, ihr wisst schon, ne? Da vorne! Runner! Ich habe mir halt so eine Elektrobrutzelbombe vorgestellt. Unter Schockbombe. Aber das war's jetzt. Ah, wartet mal. Die Typen sind nie aus dem Parkhaus rausgekommen. Verdammt. Mist. Suchen wir das Benzin. Ich kann keine Scheren mehr nehmen, keine spitzen Gegenstände. Ich habe keine Rezepte. Aber warte mal, vielleicht lernen wir was Neues hier irgendwie. Ich muss jetzt mal die Herstelligkeitsgeschwindigkeit erhöhen, nur damit wir an die neuen Rezepte kommen. Sowas wie die Rauchbombe. Klingt echt langweilig. Werde ich nie benutzen. Aber danach können wir die Medkits verbessern. Und dann die Effektivität beim Fertigen von Rauchbomben. Finde ich irgendwie nicht so gut. Okay, weiter geht's. Vielleicht sind Rauchbomben ja doch ganz toll. Ich meine, gut, Klicker sind wahrscheinlich unbeeinträchtigt, aber alle anderen kann man wahrscheinlich super blenden und dann alle super schnell kaputt stechen mit seinem super Fledermaus-Gehörmodus. Hey, Pferdchen! Insofern sind die wahrscheinlich schon ziemlich gut. Du wirst heute Nacht von der Schnake gefressen. Von dem Schneider, von dem Weber, von dem fliegenden Dingens. Wer weiß. Wer weiß. Und? Hi, Gestaft, hallo. Wir haben Benzin. Das Blatt wendet sich. Beschrei's bloß nicht. Wir nehmen aber nur ein ganz kleines bisschen. Sehr zuvorkommt den zukünftigen Plünderern gegenüber. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier eine Abkürzung gibt. Ups, Mist. Gedrückt halten. Komm schon!
Gut gemacht, Babe. Danke. Okay, Tor. Okay, Pferdchen, Tor. Der Donnergott, wo ist er denn? Fuck, Fedra Gate, da unten ist es. Vorwärts, Schimmer. Wie geht's dir denn? Schimmer. Hast du Heimweh? Ein bisschen. Und du? Ich auch. Ich vermisse ein Dach über dem Kopf. Weißt du, ich habe immer von einer Farm geträumt. Etwas außerhalb von Jackson. Was hast du gegen die Stadt? Ich weiß nicht. Mir gefällt der Gedanke, Platz zu haben. Klingt einsam. Nur wenn man es alleine macht. Okay. Dann werden wir also Schafe züchten und Kühe melken? Machst du dich lustig über mich? Nein. Das klingt eigentlich ziemlich schön. Wirklich? Ja, wirklich. Das war ein Abenteuer. Wir haben sie noch nicht gefunden. Hey, die Stadt ist groß. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, ich weiß. Ich dachte nur, es ginge schneller. Sind wir wirklich richtig? Fuck, Fedra Gate, wo war denn das? Hier waren wir doch schon, oder? Ah ja, hier ist der Generator für den... Ah ja, jetzt kann ich mich erinnern. Mein Gott, als ob es Jahre her ist, dass wir hier waren. Du musst dich nicht hinlegen. Ich habe nur die falsche Taste gedrückt. Sorry. So, jetzt. Ah. Na dann. Oh, Tim, danke fürs Followen. Das habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen. Sorry. Freut mich. Okay. Alles gut. Gib den Code ein. Gib den Code ein. Die Seitengeneratoren sind ziemlich zickig. Du brauchst bestimmt ein bisschen was. Oh. Entschuldige, was? Gar nichts. Ah, da ist das Fuck Fedra Gate. Okay, jetzt verstehe ich. Aber welchen Code gebe ich denn ein? East Gate 2. Schauen wir mal kurz. Quatsch. Torkut. East Gate 2, 5, 3, 4, 5. Hat geklappt? Sehr schön. Kein Begrüßungskomitee. Oder sie warten nur auf uns. Suchen wir einen Eingang. Halt die Fenster im Auge. Eine große Mücke. Bald. Es wird bald dunkel, dann sind die hier im Vorteil. Ja, aber dann kannst du ein kleines Licht anlassen und dann wird sie ans Licht fliegen und dann findest du sie. Und kannst sie vernichten. Theoretisch. Wolf. WLF. Verstehe. Ja. Ah, klar. Clever. Washington Liberation Force WLF Wolf. Das ist ja wirklich nett. Ich kletter mal kurz auf den Bus. Wenn ich darf. Nein, nicht hier zumindest. Räuberleiter! Die Räuberleiter geht halt auch nur an Stellen, an denen es gehen muss. Ich glaube, da kommen wir nicht hoch. Na gut. Siehst du das? Was denn? Infiziert das gerade über den Zaun. Was? Wo? Das heißt, wir können auf diese Weise rein. Müssten wir nicht Schüsse hören? Ich weiß nicht, was los ist.
Was? Wahrer. Auf einer wahrer Begebenheit. Ah ja, du hast recht. Oh mein Gott, schon seit 100 Streams steht es da. Und keiner hat's gemerkt. Tada! Dankeschön. Passiert muss auch klein geschrieben werden. Na gut, von mir aus. Weil du's bist. Tada! Dauer Werbesendung. Gut, das stimmt. Mein Rumble Pack hat gerade ganz komisch gerumbelt hier. Ist das das Pferd, wenn ich Kurven mache, oder wird der Boden komisch? Und wo ist gerade ein Infizierter über den Zaun geklettert? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Was ist überhaupt los hier? Oh, keine Ahnung, was ich tun soll. Vielleicht kommen wir da drüber. Ich glaube auch. Shit. Puh. Die hat mich sogar gewarnt. Die hat gesagt, Achtung, dort links. Cool. Und da links war einer. Von mir aus gesehen. Wer sieht mich? Vorsicht, Vorsicht! Shit. Zu spät. So viel zum Schleichen. Okay. Das war das. Das war das. Noch ein bisschen Klebeband. Wie im ersten Teil. Immer zu wenig Klebeband. Und viel zu viel Lappen. Ich meine, Lappen sind schön und gut, aber ohne Alkohol. Und noch dazu, meine Güte. Ich sollte mal irgendwie einen Molotow-Cocktail werfen. Einfach nur, weil ich es kann. Oh, ein neues Gewehr. Nee, nur Munition. Fürs Jagdgewehr. Okay. Ist das eigentlich die gleiche deutsche Stille wie im ersten Teil? Ich ist frisch. Weiß ich nicht. Sie hat einen dieser Wolf auf Nähe. Sie haben es mit ihrem Benzin wohl nicht rausgeschafft. Das ist gut, oder? Wenn irgendein Infizierter die Mörder von Joel erwischt hat, dann sind sie trotzdem tot, Ellie. Eben. Es ist keine Gerechtigkeit. Nehmen wir was mit, wenn wir schon hier sind. Ich dachte auch, dass sie froh ist, wenn die alle tot sind, aber scheinbar nicht. Wo lang? Durch die Tür geht's weiter. Dann gehen wir durch die Tür. Ellie ist echt unsympathisch. Ich weiß auch nicht. Ich finde die jetzt nicht unsympathisch, aber sie ist schon sehr... Sie ist halt einfach nur von Rache getrieben. Vielleicht hat sie jemand anders getötet. Die Infizierten sind gerade gekommen.
Sie will die Leute, die Joel umgebracht haben, selber so langsam und schmerzhaft wie möglich töten, glaube ich. Alles andere ist ihr wurscht. Das ist ihre Motivation momentan. Ich bin mir sicher, hey, da passiert noch was, da ist weil... Benzin. Ja, wenn wir noch was brauchen, wissen wir, wo es ist. Das wäre über 30 Stunden hinweg ziemlich langweilig, wenn sie eigentlich dauernder sagen würde, boah, ey, ich werde die so umbringen, ey. Ey, Alter, werde ich die umbringen. Ich bin mir sicher, dass da noch einiges passiert, storymäßig. Aber schauen wir mal. Den hier erkenne ich auch nicht. Ich hasse Duschen. Wann kriege ich denn den letzten Skilltree? Ich habe das Gefühl, wir haben schon so viel hier erforscht. Und es gibt noch ein benötigt. Finde Trainingsbücher. Aha, okay. Ich habe hier ein Trainingsbuch, aber scheinbar nicht das Richtige. TV. Ist das etwa ein Trainingsbuch? Ja, wirklich, das ist ein Zufall, oder? Last Round, The Survivalist Magazine. The Camouflage Issue. Also inside 12 duct tape brand companies. compared. Rainwater Collection. Das ist schon irgendwie ein bisschen lustig auch. 12 Klebebandhersteller im Vergleich. Cool. Dann können wir jetzt was Neues. Neuen Skilltree haben wir freigeschaltet. Den Tarnungsskilltree. Lame. Ich hätte gern den ordentlich Draufhaus-Skilltree. Ah, es gibt noch mehr. Ah, okay, interessant. Schalldämpfer für die Pistole herstellen ist, glaube ich, schon ziemlich nützlich. Im Versteckten aus der Entfernung Klicker erschießen, ohne dass die anderen das mitkriegen, ist schon ziemlich cool eigentlich, oder? Insofern... Ah, Ellie Erwachsen ist eine andere Synchronsprecherin. Okay. Ich habe es mir gedacht, aber ich hätte es nicht sagen können, weil es ist ja auch viel Zeit vergangen zwischen Teil 1 und 2, deswegen keine Ahnung. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wie die genau klang. Aber dann ist die dann im zweiten Teil vor diesem 4-Jahres-Sprung auch noch die alte Synchronsprecherin. Oder so. Naja. Samstag, 29. März. Unser Schlag gegen den Fedra-Kontrollpunkt war ein voller Erfolg. Ich habe mindestens 3 von diesen Verbrechern getötet. Oh, bei uns gab es nur ein paar Verwundete. Nach unserem letzten Verlust hat es gut getan, zuzuschlagen. An dem Abend... Hey, das Spiel... Also, das kommt... Ich meine, ich verstehe schon, dass es in dem Spiel einfach nur um Rache geht und um Gewaltspiralen und um Eskalation und so weiter. Aber das kommt hier schon irgendwie sehr die ganze Zeit mit dem Zaunpfahl angewunken und haut einen dem um die Ohren. Weil was wir hier lesen, ist im Grunde eine Gewalteskalationsspirale von 2 radikalen Kräften, die sich gegenseitig bekämpfen und wo es immer schlimmer und schlimmer wird. Was wir machen, ist im Grunde genau das Gleiche. Es ist halt, aber gut, okay. Bla 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 bla. An dem Abend haben wir Isaac zu unserem neuen Kommandanten gewählt. Es war ein hitziges Treffen. Eine standesrechtliche Exekution eines Gefangenen stößt manche Leute noch übel auf, aber ich mag ihn.
Er kann auch schwere Entscheidungen fällen. Freitag, 4. April. Ich bin total erschöpft, aber aus gutem Grund. In den letzten Tagen sind 8 neue Rekruten hier aufgetaucht und 6 davon sind Fedra-Deserteure. Es ist eindeutig, Isaacs Richtlinien funktionieren. Entweder das oder es sind die ganzen Flugblätter. Die Leute nehmen uns jetzt ernst und sehen die WLF endlich als echte Alternative. Wir werden diese Faschisten vertreiben und auf dem Fundament, das Emma und Jason gelegt haben, etwas Neues erbauen. Ja, das denke ich mir schon, dass sich da noch viel entwickelt, aber genau. Ja, endlich. Ich glaube, jetzt haben wir genug Duct Tape, um unsere Waffe zu pimpen. Und ehrlich gesagt freut mich das hauptsächlich deswegen, weil ich jetzt wieder mehr Scheren looten kann. Ich musste nämlich bis jetzt immer Scheren liegen lassen, weil ich keine mehr aufnehmen konnte. Das ist jetzt vorbei. Ich finde Sachen liegen lassen müssen, weil das Inventar voll ist, einfach schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ich hasse es, dass ich keine Lappen mehr mitnehmen kann. Oh, guck mal, das Bild von den zwei schlafenden Hunden. Ist das nicht schön? Sehr minimalistisch, aber warum nicht? Sammelkarte. Know it all. Lass mich raten. Wieder ein Charakter mit Intelligenz 100. Über 100. Wow. Okay. Krass. Die sprengt die Skala quasi. Echter Name. Shyla Kim. Know it all. Intelligenz über 100. Muskelkraft 20. Zugehörigkeit Spark. Als bei der weltberühmten Forscherin Shyla Kim eine frühe Form der Demenz festgestellt wurde, wandte sie sich voller Verzweiflung an Spark. Konnten sie etwas tun, um ihren mentalen Verfall aufzuhalten? Sie willigte ein, ihr eine experimentelle Nano-KI-Festplatte ins Gehirn zu implantieren, die nicht nur ihr Wissen speichern, sondern auch massenhaft neue Informationen ansammeln könnte. Jetzt ist sie ohne Zweifel die klügste lebende Person der Welt. Sparks neue technologische Direktorin und Leiterin der Abteilung Militärforschung. Manche sagen, sie habe ihr Gewissen verloren. Andere fragen sich, ob die KI ihren Geist übernommen hat. Neutrale Schurkin. Das klingt aber irgendwie nach was, das die eigentlich mit jedem machen könnten. Könnte man dann nicht unendlich viel superintelligente, KI-gesteuerte Supermenschen machen, wenn man will? Vielleicht will man das auch gar nicht. Ich meine, jetzt, wo sie anscheinend die Chefin bei Spark geworden ist, irgendwie will sie das wahrscheinlich wirklich nicht, dass andere Leute auch so super klug werden wie sie. Weil dann könnten die ja Konkurrenz machen, quasi.